Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir unsere letzte Fähigkeit, soweit ich mich jetzt recht erinnern kann, bekommen. Nämlich die Möglichkeit, Boohoos aufzuspüren. Und haben das auch im letzten Part direkt getan. Auch wenn ich dafür jetzt immer auf Joy-Cons wechseln muss. Warum kann ich... Ich würde schon sagen, warum kann ich nicht drücken? Wo muss ich hin? Konzertbereich. Ich glaube, da war man noch nie. Ja gut, stimmt, da müssen wir hin, ja. Ich skipp euch das aber, wie ich schon sagte, ab jetzt. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Oder doch ein bisschen, glaube ich. Ja, ja, genau. Er quatscht uns wieder was. Das war ab. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet, nur für dich. Ruf einfach den VB auf und wähle Labor. Dann bist du im Nu bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Das war fürs Erste alles. Vergiss bei deinem Erkunden nicht, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Werde ich nicht. Oh ja, an sich sollte ich das vielleicht auch mal nutzen. Ich habe das, glaube ich, noch nie benutzt, dieses Transfersystem, obwohl das eigentlich recht praktisch ist. Man kann sich dann halt hier in der, ich würde gerade Villa sagen, im Hotel, ist ja keine Villa in dem Teil, ja, teleportieren, was halt echt praktisch ist. Und soweit ich mich recht erinnere, kann man hier reinpusten, blasen. So dieses Rad drehen oder so. Ja, tatsächlich. Ach so, okay. Einer muss... Damit bekommen wir jetzt wieder die Fähigkeiten von Luigi und Fluigi gezeigt. Die wir zwar jetzt langsam kennen, aber es ist immer ganz nett, wenn man das als Rätsel benutzt. So, ist hier hinter was? Gemälde waren Luigi's Mansion eigentlich immer... Ja, kam immer mal vor, dass man dort, wie soll ich sagen, dass man halt das Bild abziehen konnte und dort hinter was anderes war. Aber hey, es sieht ja echt schön aus an sich. Also von der Einrichtung her ist es echt gut. Irgendwas sagt mir, dass hier eine Gitarre fehlt. Oder was auch immer das für ein Instrument ist, da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung. Ja, ich weiß, was ich dort tun muss, aber ich will halt ja auch bitte alles überprüfen. Aber hey, an sich ist diese Idee hier halt auch wieder super. Dass man hier halt mit diesem Sprung arbeiten muss. Das ist echt gut gemacht, finde ich. Also ich weiß nicht, da hat man nochmal das einfach sehr gut eingebaut. Ohne, dass man damit halt jetzt einfach mal was anderes... Also, der weiß bestimmt, was ich sagen möchte. Man hat damit gut gearbeitet. Fehlt hier nicht irgendwas? Aber hier, oder? Ein Popcorn-Automat. Okay, warum nicht? Hallo. Oh! Geldmäuse. Der ist am Explodieren oder was? Achso, man muss das mehrmals einfach nur machen, okay. Ja gut, ein sehr, sehr leicht verdientes Juwel, um ehrlich zu sein. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber... Ja, ist ganz nett. Aber auch nicht mehr. Kann ich das hier wegnehmen? Ja. Irgend so ein Pult. Auch da drin ist mal wieder eine Menge Geld. Warum nicht?
Kann man sich ja eigentlich noch die Hände verbrennen, wenn man die zu lange benutzt? In Luigi's Mansion 2 ging die ja nicht unendlich. Kann aber durchaus sein, dass man das geändert hat. Ah ja, das geht tatsächlich, ja. Aber was genau hat mir das jetzt gebracht? Eigentlich auch nichts. Ich weiß nicht, geh mal hier zuerst mal rein. Achso, das sind wieder Toiletten. Ja, ist ganz nett, dass es die auf jeder Etage gibt, weil das sollte ein Hotel schon haben. Vor allem, wenn es so luxuriös aussieht wie dieses hier. Hier im Hintergrund sollen auch noch Münzen sein. Eine Geldspinne. Nehme ich gerne mit. Okay, dann mal wieder die Wasserhähne überprüfen, wie immer. Ihr kennt das ja. Geht aber nur eine, okay. Was ist hier? Ganze Reihe Münzen. Okay. Ja gut, warum nicht? Fehlt hier was? Nee. Ich und meine Düsterlampe und nie werde ich dafür belohnt. Ah doch, jetzt. Ich wollte schon sagen, die kommt aber echt selten mittlerweile zum Einsatz, aber jetzt... Ach, das ist sogar so ein Durchgang für Luigi. Nur, dass ich es vorher aufschießen sollte. Also aufziehen. Geld. Gut, danke, mein Freund. Ich weiß, wir sollten jetzt auch eigentlich immer darauf achten, ob unser Dingens hier wackelt. Also, sodass wir vielleicht einen Buhu finden, aber komm. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass gleich im neuen Stockwerk ein Buhu ist. Weil ich glaube, das ist einfach komisch. Das glaube ich einfach nicht. Also hier war jetzt erstmal nichts. Zumindest nichts Besonderes. Ja, wir haben ja auch noch die andere Seite. Das hier sieht mir stark nach... Ja, hier scheint auch noch ein Raum zu sein. Also das muss irgendwie eine Art Tür oder so sein. Ich habe es jetzt aber nicht mehr komplett in Erinnerung. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber es sieht schon sehr weird aus. Hier fehlt der Mülleimer, ne? Hä? Ah, wartet, hier ist ein Geldgemälde. Okay. Nehme ich natürlich auch gerne. So, mit Luigi können wir auch gleich noch da durch. Weil das sind ja solche Eisenstäbe, da sollte der durchkommen. Zumindest würde es mich wundern, wenn er das nicht könnte. Deswegen bleibe ich auch gleich mal bei ihm. Ja, funktioniert. Okay, ja gut, das funktioniert. Aber war recht offensichtlich. Okay, das da oben sieht mir auch stark danach aus, als müssten wir hier eine Partnerarbeit machen. Oh nein, das war glaube ich richtig schwer, soweit ich mich recht erinnere. Hey, was fliegt denn hier bitte alles rum? Das ist halt hinter diesem Stand, glaube ich, wo wir vorhin waren. Der so kaputt aussah, habe ich glaube ich gar nicht so gesagt. So, eine Bank. Also, was für Bank? Eine Kasse. Da habe ich mit ein bisschen Geld schon gerechnet, ja. Warum? So ein Tresor, wie bekomme ich denn den auf?
Muss ich dafür dieses Rätsel da lösen? Ich habe das irgendwie echt schwer in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das schwer ist. Aber ich werde jetzt erstmal gerne so den Raum clearen. Ach, das war's schon. Es ist halt quasi einfach nur die Titelmusik. Aber, ja. Muss man halt drauf kommen. Aber an sich war es jetzt nicht wirklich schwierig. Aber warum man das hinter der Toilette versteckt, verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Vielleicht muss ich das auch nicht verstehen. Na gut, dann haben wir halt noch ein Juwel gefunden. War jetzt auch nicht das Schwierigste. Ging klar. Gut, dann lasst uns doch in den Hauptraum gehen. Also ich würde einfach mal sagen, dass das hier der Hauptraum ist. Oh, 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 ich erinnere mich. Da ist sogar ein Gemälde vom Toad. Okay. Ich denke mal nicht, dass es euch wundert, wenn ich sage, hier kommt ein Boss. Weil das ist eigentlich jetzt die ganze Zeit so. Und ich glaube, ich sollte nichts hier zerstören, weil ich glaube, das könnte mir noch sehr, sehr wehtun, wenn ich das tue, weil ich brauche die Herzen im Kampf. Denn dieser Boss hat es definitiv in sich. Wie ich an das Sparschwein komme, weiß ich jetzt nicht. Deswegen ist erstmal egal. Lasst uns wirklich jetzt direkt kämpfen. Warum bist du auch so blöd und gehst runter, Luigi? Hä, du hättest ihn jetzt einfach einsaugen können. Ach ja, genau, jetzt fliegen hier die Scheißstühle rum. Sessel oder wie man es nennen möchte. Einfach in Bewegung bleiben. Dann sollte das passen. Immer das bisschen Geld noch mit, was hier rumliegt, aber komm schon, es nervt langsam. Wie viele Stühle will er noch auf mich schmeißen? Also ich denke mal, dass er dafür verantwortlich ist. Würde halt Sinn machen, okay, das war's dann. Mehr hat er dann nicht. Reicht dann aber auch. Okay. Daran könnte ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber ist auch okay. Irgendwelche Geister, die tanzen. Hab ich jetzt aber auch nicht so große Angst vor. Ich nehme denen einfach die Brille ab und dann... Am liebsten möchte ich sie halt gerne doublen. Ja, das wird halt jetzt auch bestraft, ist ja logisch. Warum ich sie nicht einfach gleich eingesaugt habe? Ja, selber schuld. Ach so, da kommen noch viel mehr, okay. Genau, Schlag in die falsche Richtung ist okay. So, nehmen wir denen wieder die Brille ab. Ja, ich finde das in Luigi's Mansion 2 aber auch... Ja, in Luigi's Mansion 2, so kann ich es auch sagen. Finde ich es irgendwie etwas einfacher, die alle zu bekommen auf einmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann auch sein, dass ich mich hier einfach nur dumm anstelle.
Die Herzen, ja, jetzt sind sie weg. Aber was willst du machen? Okay. Und jetzt bekommen wir das Super Mario 64 Klavier. Wenn man es so nimmt. Das, was uns damals schon alle in Angst und Schreck. Alter! Ich war noch gar nicht vorbereitet. Das war, glaube ich, echt nur Pech gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es besiege. Ja, los! Daran konnte ich mich doch jetzt nicht dran erinnern. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Da liegt noch Herzen. Ach ja, ich erinnere mich. Wir müssen das jetzt irgendwie. Hallo! Da reinhauen. Dann explodiert. Ach ja, okay. Mach! Ach, Luigi, du Idiot. Ich möchte jetzt nicht selbst zielen. Okay, und dann können wir das so einmal auf den Boden schlagen. Und der Klavierspieler, Flügelspieler, ich weiß nicht, ist das ein Klavier oder ein Flügel? Ja, das ist jetzt Betrug. Da soll ich denn wissen, wo er herkommt? Okay. Er hat 450 Leben. Jetzt komm doch her, Alter. Okay. Also ich glaube nicht, dass man ihn mehrmals hintereinander hitten kann. Das ging ja bis jetzt noch gar nicht. Aber ich muss eh ehrlich sagen, ich finde es ganz gut, dass die Luigi's Mansion Bosse immer so hart sind. Also ich weiß nicht. Das ist ja das, was vor allem an NSMB, an den NSMB-Spielen so lächerlich ist. Beispielsweise. Schön, dass die Spiele wenigstens recht schwierig sind von den Bossen her. Ach, der schießt mit Tasten. Das check ich jetzt erst. Zum Notfall haben wir noch den Knochen, nicht vergessen. Den haben wir ja geschenkt bekommen. Vom Professor. Okay, das war knapp, aber es hat gereicht. Wird halt die ganze Zeit schon zu den Geldscheinen. Okay, der Kampf scheint recht lang zu sein. Bomben. Jetzt kommen die Bomben, oder? Ja. Aber nur die nehmen, die logischerweise noch nicht gleich explodieren. Ja, was war denn das? Das war ja übel unfair. Komm her! Okay. So funktioniert es natürlich auch. Ich schätze mal, dass ich das mindestens dreimal machen muss. Ich bin ehrlich, ich hole mir erst die Herzen. Wo? Hier. Okay, da wehrt sich halt schon doll, ne? Egal, ich hab ihn. Ja, noch einmal, dann müsste man haben. Sieht zumindest stark danach aus. So, was macht's jetzt? Wieder die Tasten. Aber viel schneller und das zweimal hintereinander. Okay, dreimal hintereinander. Was? Egal, pass. Egal. Hä, wie dumm ist denn das? Hier hinten. Ja. Jetzt beschwere ich mich überhaupt, dass es mich nicht trifft. Okay, es deutet an. Ja. Ah ne, das hat echt gepasst, ja. Nicht gedacht. Voll reingelaufen. Herzen. Kann ich gebrauchen. Wenigstens das. Das. Bin ich froh, dass ich das nicht gleich alles am Anfang zerstört habe. Sonst wären wir echt tot. Nein, du dummes Ding. Wir können das aber nicht. Wir können den nicht instant angreifen, oder? Ja, komm. Hier eine richtige Bombe zu finden, ist echt schwierig. Ja, schieß sie irgendwo ins Nirgendwo. Ist okay. Nein, nicht die. Hallo, Ziel! Ja, das ist so dumm.
Also Fury, das ist so dumm. Okay, aber jetzt hab ich's. War zwar echt schlecht, aber teilweise auch echt schwierig, da eine richtige zu finden. So, und jetzt krepier einfach, okay? Wo bist du? Ja, ist klar. Was, er schießt Noten? Das kannst du schön sein lassen. Denn dich vernichte ich jetzt. Okay. Was? Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf jetzt echt nicht wahr sein. Okay, ich darf ihn echt noch... Ach, weil das klappt, ihr komplett kaputt ist. Okay, gut. Ich dachte jetzt echt, der beschwört irgendwas Neues. Aber hey, der Bosskampf war zwar echt teilweise recht schwierig. Ohne die Herzen hätte ich das nie im Leben geschafft. Aber gut. So, einsammeln tun wir den Aufzugsknopf erst im nächsten Part. Ich bedanke mich natürlich trotzdem wieder recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Luigi's Mansion 3. Wenn ihr den nächsten nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Da befragen wir dann auch wahrscheinlich den Toad da. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.